Herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Erklärvideo rund um das Thema Wissensmanagement. Dieses Mal geht es um die Frage, ob Wissensmanagement ganz generisch als Prozess dargestellt werden kann. Mit der Aufnahme von Anforderungen an den Umgang mit dem Wissen der Organisation in die internationale Norm zum Qualitätsmanagement, die ISO 9001, kann es sinnvoll sein, Wissensmanagement als unterstützenden Prozess in die Prozesslandschaft der Organisation zu integrieren. Doch wie kann ein solcher ganz generischer Wissensmanagement-Prozess aussehen? Es ist relativ einfach möglich, ganz konkrete Methoden oder Werkzeuge des Wissensmanagements, die in der Unternehmung zum Einsatz kommen, als Prozess darzustellen. Zum Beispiel den Lessons Learned Prozess oder aber auch das Erfassen und Pflegen von Artikeln in einem Wiki und so weiter. Aber wie sieht es mit Wissensmanagement ganz generell aus? Wie kann ein solcher generischer Prozess aussehen? Hier ein mögliches Beispiel. Lassen Sie uns gemeinsam durch diesen Prozess gehen. Ausgelöst werden kann der Wissensmanagement-Prozess, der ja eben ein unterstützender Prozess für die eigentlichen Geschäftsprozesse im Unternehmen ist, ausgelöst werden kann dieser Prozess prinzipiell durch alle anderen Prozesse. Denn in allen Prozessen wird Wissen benötigt, wird Wissen genutzt und entsteht auch neues Wissen. Unser Wissensmanagement-Prozess beginnt damit, dass ein Knowledge Asset identifiziert wird. Der Begriff Knowledge Asset wird hier verwendet, um sich zu lösen von der Idee, dass es sich hier per se um Daten oder Dokumente handelt. Es kann Wissen im breitesten Sinne sein. Wird ein solches Knowledge Asset ausgelöst durch einen Prozess identifiziert, ist der nächste Schritt im Prozess, es zu bewerten. Das heißt, soll es dokumentiert werden oder ist es bereits dokumentiert? Muss dieses Wissen erst entwickelt werden bzw. muss es weiterentwickelt werden? Muss das Asset modifiziert, also zum Beispiel aktualisiert oder an andere Kontextgegebenheiten angepasst werden? Oder soll ein solches Asset gar verworfen oder vergessen werden, weil es nicht mehr aktuell ist, dem aktuellen Prozess nicht mehr entspricht? Je nachdem, welche Schritte hier nun notwendig sind in der weiteren Bearbeitung des Assets, ist dann auf jeden Fall der nächste Schritt, das Knowledge Asset weiterzugeben, wie auch immer das dann konkret aussieht, und es natürlich auch zu bewahren. Es gibt auch die Möglichkeit, direkt von der Knowledge Asset Bewertung auf den Schritt der Weitergabe und des Bewahrens zu springen, wenn eben das Asset genauso wie es identifiziert wurde, aktuell, valide, gültig und nutzbar ist. Die Bewertung des Knowledge Assets speist sich aus Kriterien der Unternehmensstrategie. Gerade die Frage der Relevanz und Aktualität des Knowledge Assets wird hauptsächlich durch die Unternehmensstrategie beantwortet bzw. steckt die Unternehmensstrategie den hierfür notwendigen Rahmen. Die Unternehmensstrategie ist eine weitere wichtige Inputgröße in der zweiten Lane dieses Prozesses, nämlich die Identifikation von Wissenslücken, hier Knowledge Gap genannt. Das kann ausgelöst werden eben durch den Blick auf die Unternehmensstrategie, also welches Wissen besitzen wir heute noch nicht, um unsere Ziele in der Zukunft zu erreichen. Dieser Prozesslane kann aber auch ausgelöst werden durch alle anderen Prozesse. Das heißt, in jedem Prozess ist es natürlich immer denkbar, dass Wissen fehlt. Auch hier ist dann der nächste Schritt im Prozess, dass diese Lücke bewertet werden muss und dann gegebenenfalls eben ein Knowledge Asset entwickelt werden muss. Dann schließen sich die gleichen Schritte an wie im Prozess der Nutzung oben. Das Asset wird gegebenenfalls dokumentiert oder wird direkt ohne Dokumentation weitergegeben. Es wird bewahrt und regelmäßig neu bewertet. Genutzt werden können Knowledge Assets dann wiederum prinzipiell, generell in allen Prozessen. Wie gesagt, der Wissensmanagement-Prozess ist im Unternehmen ein unterstützender Prozess für die anderen Geschäftsprozesse.
Dieser Wissensmanagement-Prozess ist generisch operativ, gewissermaßen ein Level 1 in der Prozesslandschaft. Übergeordnet sollte diesem werden ein Level 0, nämlich ein strategischer Wissensmanagement-Prozess für diejenigen unter Ihnen, die mit dem Qualitätsmanagement vertraut sind. Das ist sehr ähnlich dem klassischen Plan, Do, Check, Act. Das heißt, Wissensmanagement braucht regelmäßig eine Identifikation von Anforderungen, gegebenenfalls auch geänderten Anforderungen und Potenzialen, zum Beispiel neuen Methoden, neuen Werkzeugen im Wissensmanagement, darauf aufbauend ein Definieren, Anpassen der Ziele, Zweck und Scope von Wissensmanagement ganz generell, aber eben auch der Wissensmanagement-Prozesse, nicht nur des generischen, sondern auch dann der konkreten, bezogen auf einzelne Werkzeuge und Methoden. Ein Neuentwickeln, Anpassen dieser Prozesse, eventuell der dazugehörenden Richtlinien und Werkzeuge und dann das Monitoren und Auswerten dieser KM-Prozesse und wiederum im Spiegel, im Lichte der konkreten Anforderungen, der geänderten Anforderungen. So viel von meiner Seite zur Frage, kann Wissensmanagement als generischer Prozess dargestellt werden? Vielen Dank.